In Mecklenburg-Vorpommern haben am 12. Januar die ersten Impfzentren ihre Arbeit aufgenommen. Bürger und Bürgerinnen können freiwillig eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Gesundheitsminister Harry Glawe waren beim Auftakt des Impfzentrums in der Ludwigsluster Stadthalle dabei. Ich bin wirklich sehr gerührt, heute hier im Impfzentrum in Ludwigslust zu sehen, wie viele Menschen sich impfen lassen und wie sie vielleicht am Anfang auch skeptisch waren, aber sagen, nein, jetzt wo wir gesehen haben, das klappt, wollen wir uns auch impfen lassen. Und deswegen, glaube ich, können alle dem Impfen vertrauen. Ich verstehe, wenn Menschen am Anfang skeptisch sind, aber ich glaube, die letzten Wochen zeigen, dass mit dem Impfen geht gut. Und sich impfen zu lassen, ist eben Schutz für die eigene Gesundheit und der gemeinsame Weg aus der Pandemie. Landesweit gibt es in Mecklenburg-Vorpommern 12 Impfzentren, unter anderem in Greifswald, Schwerin, Wismar und Rostock. Gesundheitsminister Harry Glawe war zudem am Dienstagmorgen beim Auftakt im Rostocker Impfzentrum in der Hansemesse vor Ort. Insgesamt sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Die Impfdosen sind zwar noch nicht in der Größenordnung da. Man könnte hier in Rostock ja bis zu 1000 Personen am Tag impfen. Das wird sich aber in den nächsten Wochen deutlich verbessern. Heute werden 58 Personen geimpft. Und ich denke, das ist ein guter Start, zumal wir in Mecklenburg-Vorpommern zurzeit in deutschlandweit die meisten Personen im Verhältnis zur Bevölkerungszahl geimpft haben. Und das ist, glaube ich, gut, dass wir einerseits die Älteren impfen, die in den Pflegeheimen, das Pflegepersonal, in den Pflegeheimen, das Personal auf den ITS- und Wachstationen, in den Krankenhäusern. Und das ist ein wichtiger erster Schritt. Und heute geht es eben in die Breite. Für diese Woche wurden 9.750 Dosen an die Impfzentren in MV verteilt. Nach wochenlanger Vorbereitung konnte das Impfzentrum in Rostock nun auch an den Start gehen. Freiwillige Helfer, darunter auch Ärzte, behandeln die Menschen. Ja, wir haben hier wirklich ein sehr ausgeklügeltes logistisches System entwickelt. Das beginnt damit, dass man am Einlass erstmal seine Einladung vorzeigt und geguckt wird, ob man alle Dokumente dabei hat. Und es wird zunächst die Temperatur gemessen, damit nicht jemand, der vielleicht krank ist, dann hier im Impfzentrum andere Leute ansteckt. Das wäre ja ungünstig. Dann gibt es ein bisschen Papierkram. Dann wird nochmal geguckt, ob im Aufklärungsbogen alles verstanden worden ist. Dabei unterstützen wir auch und da sind ganz viele kleine einzelne Schritte. Wenn ich die einzeln erzähle, brauchen wir mehr Sendezeit. Und dann geht es am Ende tatsächlich nach Aufruf in die entsprechende Impfkabine. Da ist ein Arzt, da wird nochmal abschließend geguckt, ob alles gut ist, nochmal Temperatur gemessen. Und wenn man sich dann einig ist, dann gibt es die Spritze. 5000 Bürger und Bürgerinnen bekamen vom Landesamt für Gesundheit und Soziales eine Einladung. Zunächst werden vor allem Personen im Alter von über 80 Jahren geimpft. Nur wer eine Einladung erhält, kann seinen zweiten Termin zur Schutzimpfung über eine Hotline vereinbaren. Die 83-jährige Rostockerin Jutta Albertski gehörte zu den Ersten. Ich habe es deswegen freiwillig gemacht, weil ich endlich wieder mein Leben so gestalten kann, wie ich es bisher gehabt habe. Denn ich bin jetzt doch als 83-Jährige sehr eingeschränkt. Und ich finde, es sollten sich alle Leute impfen lassen, damit wir wieder zur Normalität zurückkommen. Nicht nur in unserem wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern, sondern im gesamten Deutschland und in der ganzen Welt. Und deswegen kann ich nicht verstehen, dass einige Leute sich nicht impfen lassen. Für mich war das ist überhaupt keine Frage. Nach der Impfung müssen alle bis zu einer halben Stunde vor Ort warten. Falls Reaktionen auf die Impfung auftreten sollten, können Sanitäter direkt helfen. Nach 4 Wochen wird dann die zweite Schutzimpfung verabreicht. Auch in Wismar wurde schon am Dienstag geimpft. Rund 70 Rettungskräfte waren zur Impfung in der geriatrischen Tagesklinik des Sana-Hanse-Klinikums angemeldet. Sie gehören ebenfalls zu der Gruppe, die als erstes geimpft wird. Ich freue mich, dass es heute hier so reibungslos abgelaufen ist. Ja, wir haben noch viel mehr Kapazität, sowohl hier in Wismar als auch in Grevesmühlen, als auch in den Hausarztpraxen, die sich angeboten haben. Und wir könnten weitaus mehr Menschen impfen, wenn wir mehr Impfstoff hätten. Mit der Unterstützung des Hausärzteverbandes Nordwestmecklenburg, der Bundeswehr und des Deutschen Roten Kreuzes sollen täglich 700 Impfdosen verabreicht werden. Ende dieser Woche werden im Landkreis Nordwestmecklenburg 3000 Bürger und Bürgerinnen geimpft sein.
Spätestens ab März diesen Jahres soll landesweit auch die jüngere Bevölkerung eine Einladung zur Impfung erhalten.